Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Kim. Heute spielen wir wieder Bund Champions League mit dem FC Bayern im Hinspiel, im Rückspiel. Und das Rückspiel wird schwer, Leute. 2-2 im Hinspiel gespielt. Das ist richtig ein Problem. Wir müssen, wir glauben nicht, wir wissen, wir können. Genau, wir können, wir müssen es dort zeigen, Leute. Wir müssen heute besser. Ja, es könnte schon sein, dass es ein bisschen. Genau, die Jungs haben klasse gespielt, Leute. Wir müssen einfach so spielen wie gegen Union, dann haben wir eine gute Schuld. Wir können noch mehr, Leute. Wir können noch mehr. Wir können noch mehr, Leute. Wir müssen es nur nutzen, Leute. Damos por terminada la rueda de prensa. Und gegen Atletico Madrid wollen wir es gewinnen. Alles könnte dann sein, dass es nur. Ja. Wir müssen unser Bestes. Wir müssen einfach unser Spiel machen. Wir lassen die Takt, wir machen mit der Takt, nur mehr tun, Sané rein, Nübel geht raus, dafür nehmen wir ihn mit, wir nehmen mit Burden, Tolisso, wir nehmen mit, eigentlich die nächsten, die lassen wir so, bleiben wir einfach so. Wir müssen einfach gucken, dass wir heute den Sieg holen, Leute. Wir müssen einfach den Sieg holen. Das ist unser Ziel heute, die drei. Das ist unser Ziel, heute dieses Spiel zu gewinnen am liebsten. Und wir müssen ruhig spielen, so wie gegen Union eigentlich. Das Spiel gegen Union, so müssen wir spielen. So wie gegen Union müssen wir eigentlich spielen heute, Leute. So wie gegen Union müssen wir spielen. Dann sind wir im Halbfinale, Leute. Wenn wir so ruhig und sachlich spielen, sind wir im Finale, Leute. Wenn wir so spielen wie gegen Union, so auftreten, dann wird es schwer für Atletico uns zu besiegen heute. Aber wenn wir so spielen wie in München, gegen Atletico, dann kann es schwierig werden. Mal gucken, einfach mal. Das werden wir sehen, naja. Und geht es noch weiter in der Champions League? Geht es noch weiter für den FC Bayern, oder? Oder wird München, ist Madrid der Endstation für den FCB, Leute. Das werden wir bald sehen. Nach 90 Minuten werden wir sehen, Leute. Ein Vorteil ist, Leute, wir haben keine Gelbverwarnungen. Das ist ein kleiner Vorteil. Wir haben keine Verwarnungen, was andere Teams ja haben. Weil wir haben ja
auf, nicht auf Hardcore gespielt, wir wollten von Anfang an haben wir gespielt, wir wollen nur auf Ends machen, nur auf fair, dass man die Mannschaften fair. Boah, die erste Top-Show für den FCB, Leute. Die erste Top-Show für den FC Bayern. Alter, wow, Alter. Junge Bayern durch Lewandowski, Alter. Was für ein Kopfballtor, Leute. Was für ein Kopfballtor, Alter. Der ist ja geflogen wie ein Weltmaler, wie mega. Alter, der war wirklich safe, Alter, richtig gut. Der war ja richtig safe, Alter. Da lief er wie die Schmitz-Katze. Eckball, Megator, Tor, Lewandowski und der Tormann wusste nicht, wo der Ball. Okay, das war ja. Okay, im Hin. Okay, Leute, das Spiel ist aber noch nicht rum, Leute. Das Spiel ist noch nicht entschieden, Leute. Und ein Eckball, oh Mann. Eckbälle waren im Hinspiel unser Problem. Das war unser Problem. Das dürfen wir jetzt nicht nochmal machen, Leute. Wo ich spiele Bayern. Alter, jetzt lauft er komplett durch, Alter. Oh, Junge, das hätte es 2-0 machen sein sollen, Leute. Aber da war Oblak halt so gut. Was gibt es, Elfmeter oder was gibt es? Ich bin mal gespannt. Bin ich mal sehr gespannt, was jetzt passiert, Leute. Könnte Elfmeter kommen, könnte Elfmeter werden, Leute. Und es gibt Elfmeter, Leute, für den FC Bayern München. Elfmeter. Alter, der, Alter, der Oblak ist ja abnormal, Alter, der Oblak, Alter.
Alter, ist der Oblak un-OP, Leute. Aber Bayern führt immer noch. Ah, Oblak ist wieder da. Alter, und ihm und weiter drauf zu gehen. Oh. Okay, ich hätte auch rüber auf Lewandowski gespielt. Alter, die Bayern drücken heute, machen heute mehr, spielen heute anders dann. Okay, ich habe die Taktik auch mal wieder die andere Taktik genommen, die alte. Alter, Oblak, Alter, der halt die Bälle wie ein Weltmaler, oh Junge, Junge. Alter, die Maschine, Leute, die Maschine. Und weiter dranbleiben und immer dranbleiben. Alter, die Mannschaft, die kämpft, ackert hier um den Titel, um das Halbfinaleinzug. Um ins Halbfinale zu kommen. Aber ruhig weiterspielen, Halle. Aber jetzt kommt langsam Atletico, Leute. Jetzt kommt langsam Atletico nach vorne, Leute. Muss man auch sein. Alter, Mann, Müller war da, aber er konnte den Ball nicht ausnutzen. Hoffentlich tut's nicht, wird's nicht irgendwie ausgenutzt von mal Atletico. Bayern macht die Spiele und kickt halt das zweite, die Tore nicht rein, nun. Das kann auch das Problem sein, dann nicht. Das kann das andere Problem dann auch sein jetzt in der zweiten dann. Aber das Spiel, das wird wahrscheinlich sehr strapaziert.
Allein schon wieder die Top-Chance im Strafraum. Und Sané, der macht heute wieder. Oh, Gnabry konnte den Ball nicht richtig annehmen. Oh, er hat nicht richtig angenommen und geschossen. Oh Mann. Ah, Mann, ja. Aber es sieht bis jetzt gut aus für den FC Bayern. Paris sieht danach aus, dass ins Halbfinale kommen. Spieler bleiben, die Mannschaft bleibt. Die Mannschaft bleibt in dem Team. Aber man merkt, die beiden spielen wieder so. Und es geht wieder. Oh Mann, ich wollte doch woanders dahin spielen können. Ja. Und es sieht gut aus für den FC Bayern. Okay, die Spieler werden jetzt bis zur Grenze spielen werden müssen. Bis zur Grenze, Lon. Bis zur Grenze und noch viel weiter, Sosa. Alter Sané, Mann, es ist schon, es fängt jetzt an, jetzt fängt's. Alter, jetzt fängt's an, mit den Chancen zu verbasen, Mann. Alle hoffentlich rächt sich's nicht jetzt irgendwann. Hoffentlich tut sich's nicht irgendwie. Hoffentlich vertändeln die. Das ist halt die große Trugs. Bayern kriegt die Torchancen nicht rein. Die hätten schon nur schon 2-3 Tore mehr schießen. Llamada para Guillermo Barrera. Tu hermano te espera en recepción. Repetimos. Guillermo Barrera. Tu hermano te está. Die hätten hier schon mehr für ein, zwei Tore mehr schießen müssen, die Bayern ein. Und die Bayern machen weiter, aber die kommen, kriegen die das verdammte Tor nicht rein. Nicht. Und wieder nicht, und wieder nicht. Alle. Und wieder einfach nicht. Alle. Alter, es ist einfach nicht zu klar.
Es ist nicht zu glauben, was. Und endlich ist das zweite Tor, das wichtige zweite Tor für den FC Bayern München da drin. Endlich 2:0, oh Mann. Endlich das zweite Tor. Ein wichtiges Tor, Leute, für den FC Bayern. Somit ist das Halbfinale offen. Ich stehe mit einem Fuß schon im Halbfinale, Leute, in München. Oh Mann. Die stehen mit einem Fuß schon im Tor. Ja, mit einem Tor, mit einem Bein sind sie schon im Halbfinale. Le sustituirá con el 21 Lucas Hernández. Mit einem Tor, einem Fuß sind sie schon im Halbfinale. Aber das Spiel ist immer noch nicht rum, Mann. Immer noch nicht rum. Und für Atletico wäre es halt richtig bitter. Für die Das wäre richtig bitter, Leute. Das wäre richtig bitter für Atletico. So, Leute, jetzt wechseln wir mal kurz aus. Die Spieler sind müde, die flügen. Okay, wir haben keine Auswechselspieler. Wir können jetzt nichts mehr machen. Wir können nichts mehr machen. Okay, Freistoß für Atletico. Freistoß. Und jetzt könnte es noch mal spannend werden für die Bayern. Neuer tut schön die Mauer sortieren. Suarez schießt. Kann Suarez dieses Tor machen? Dann wird es hier noch mal die letzten die nächsten 5 bis 10 Minuten. Ja, die 10 Minuten noch, weil es wahrscheinlich eh wieder 3 Minuten Nachspielzeit ist, wahrscheinlich. Und es wird nichts. Mehr Schein als Rücken. Und die beiden Spieler sind müde, die Spieler sind müde, aber sie wollen weiter Druck spielen. Weiter Druck spielen, immer weiter drauf.
Und es sieht gut aus für das Halbfinaleinzug, Leute. Für Atletico ist es wieder alle in München die Top-Chance, gerade eigentlich ins Halbfinale zu kommen. Aber München hat es einfach am Ende des Wille gehabt. Bayern hat einfach den Willen jetzt. Bayern holt sich den Sieg und ist im Halbfinale der Champions League, Leute. Der FC Bayern München hat es am Ende doch noch. Ins Halbfinale gekommen. Boah, alle wichtiger Sieg für die Bayern heute. Es geht weiter in der Champions League, Leute. Die Champions League ist noch nicht abgeschlossen. Und das ist wichtig, Mann. Aber gegen es und Liverpool gewinnt aus. Das heißt 1:1, alle. Alter, Liverpool ist weiter. Oh Gott, Liverpool ist mal durch Auswärtstorregen. Liverpool hat's gepackt. Bayern ist durch. City ist durch und United ist durch. Alter, es sind eigentlich nur drei englische und eine deutsche Mannschaft. Heftig eigentlich, wenn man so überlegt. Oh, erleichtert, Leute, erleichtert. Ja, allein. Genau, ist vieles. Alter, mehr kann man doch nicht sagen. 2:0 ist optimal. Also. Aufs nächste Spiel, wenn wir konzentrieren. Das Spiel ist abgehakt, wir haben 10 weiter und somit ist jemand drin. Schwer, wir hätten nur 2 Tore, nur 2, sehr schwer. Genau, leicht war es. Aber am Ende haben wir es gewonnen und das war wichtig, der Sieg war wichtig. Boah, Alter, war das ein hartes Spiel. So, jetzt kommt das Preisgeld, Leute. 10,5, okay. 10,5 haben wir jetzt für Preisgeld, okay. So, und jetzt gehen wir Schalke. Aber ich würde sagen, gegen Schalke spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PGE, bis dann.